Es gibt ja die These, dass Wladimir Putin möglicherweise gar nicht genau weiß, was in der Ukraine eigentlich vor sich geht. Dass er nichts von den entsetzlichen Gräueltaten weiß. Dass er auch nicht weiß, wie sein Krieg vorankommt, weil seine Generäle ihm gar nicht die Wahrheit sagen. Auch um ihn nicht zu enttäuschen. Weil sie wissen, er lädt sie alle zum Tee ein, wenn er hört, wie schlecht es läuft. Das ist diese Idee von dem Diktator, der allein in seiner Kammer sitzt und überhaupt nicht mitbekommt, was da draußen Schlimmes passiert. Der auch nur von Ja-Sagern umgeben ist und nur russische Medien konsumiert. Ich frage mich nur, kann das wirklich sein? Ist das realistisch, dass Putin isoliert ist und nichts mitkriegt? Glauben Sie ernsthaft, der guckt sich abends seinen scheiß Propagandafernsehen an? Der guckt doch heimlich auch Ingo Zamparoni, da kann mir doch keiner was erzählen. Klar, es gibt immer diese trostlosen Bilder von Putin, wie er da alleine so da sitzt in seiner Kommandozentrale mit 3 Festnetztelefonen, damit er eine Telco machen kann, indem er die Hörer aneinander hält. Das hat ja immer was von einem Bond-Bösewicht aus den 60ern, ne, solche Bilder. Da guckt jetzt auf seinen Bildschirm und will sehen, wie kaputt und wie am Ende der Westen ist. Und ich hoffe, Putin sieht nicht zufällig den Bachelor bei RTL, dann wird er es auch glauben. Ich halte das jedoch nicht so für ganz, für richtig plausibel halte ich es nicht. Putin sitzt da in seiner Echokammer und hört seine eigenen Lügen schon so lange, dass er sie auch selber glaubt. Der Krieg wird siegreich sein und sehr kurz. Der Westen wird sich in seiner Uneinigkeit nicht zu Sanktionen durchringen. Ich sehe mit nacktem Oberkörper auf dem Gaul super aus. Ich meine, wenn es so wäre, das hieß ja auch, dass man ihm im Prinzip alles erzählen könnte. An welchen Film erinnert mich das noch gleich? Herr Präsident, wenn wir ein echtes Friedensabkommen mit der Ukraine... Wie soll ich Frieden schließen mit einem Land, das gar nicht existiert? Wenn ein Mann die ganze Welt tyrannisiert. Der sitzt seit Wochen ganz alleine vor dem Fernseher und glotzt Staatsfernsehen. Der glaubt seine Lügen mittlerweile selbst. Und als nächstes erobern wir die USA. Braucht es echte Helden, die dem Schrecken ein Ende setzen. Es gibt in ganz Russland nur noch einen einzigen Mann, der diesen Krieg, ich meine diese friedensstiftende Militäroperation will. Er wird nicht aufhören, bis er gewonnen hat. Und was ist, wenn er denkt, dass er den Krieg, die friedensstiftende Militäroperation bereits gewonnen hat? Hä? Wir müssen einfach nur sein TV-Signal anzapfen. Und dann gehen wir selbst auf Sendung. Echten Wahnsinn. Das klappt nie. Das ist völlig verrückt. Nicht so verrückt wie der Präsident. Kann man nur mit Wahnsinn schlagen. Wir unterbrechen für eine Sondermeldung. Die Ukraine hat sich ergeben. Präsident Zelensky erklärte, die Ukraine habe keine Chance gegen die russische Übermacht. Kurz darauf legten alle ukrainischen Soldaten ihre Waffen nieder und riefen: Danke, Putin. Ich habe gewonnen. Ja, Herr Präsident. Sie haben gewonnen. Sie sind ein Genie. Ich komme jetzt raus. Sattelt mein Pferd. Der Sieg muss gefeiert werden. Eine neue Corona-Variante bedroht die Welt. Die Nemesis-Variante ist zu 90% tödlich und infiziert vor allem kleine Männer über 70 Jahren. Schon gut. Ihr könnt ohne mich gehen. Was Putin nicht weiß. Die Ukraine hat unser Friedensangebot angenommen. Ja? Alle internationalen Sanktionen wurden aufgehoben. Ja! Macht Putin nicht heiß. Der Marsch auf Polen, Finnland, Schweden und Deutschland geht voran. Vor dem Brandenburger Tor bauen begeisterte Deutsche die Mauer wieder auf, weil sie die DDR zurückhaben möchten. Ich bin einfach der Größte. Ja, das sind sie. Goodbye Putin. Fake News für den Frieden. Ein Film vom Browser Ballett. Ach, schön wär's, oder? Natürlich weiß Putin, was er tut. Und sein Umfeld weiß es auch. Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen hat sich sogar etwas geleistet, was man auch die Mutter aller freudschen Versprecher nennen könnte. What you see in Bucha about the corpses that lie on the streets that were never existing before the Russian troops arrived. Nee, war schon richtig. Diese russischen Kriegsverbrechen erschüttern alle. Es ist notwendig, dass die Welt davon erfährt. Es braucht Journalistinnen und Journalisten, es braucht Menschen, die die Wahrheit verbreiten. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3.
dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.